Hallihallo und guten Tag. Meine Lieben, nächste Muffabfrage, die Muffabfrage für Dezember. Ich habe euch nichts vorbereitet, aus einem ganz einfachen Grunde. Es wäre jetzt einfach zu viel zum Vorbereiten gewesen. Und wie ich in meinem letzten Video schon gesagt habe, ich bin von Sonntag bis Freitag auf einem Seminar. Ich bin durchaus erreichbar, per E-Mail natürlich, aber ich hatte nicht mehr die Zeit, um alles vorzubereiten, wollte euch aber zeitnah die Muffabfrage reinreichen, von daher nichts vorbereitet. Aber wie immer mache ich eine Muffabfrage auch für den Dezember. Das ist der Weihnachtsmonat, das heißt, es wird auf jeden Fall und garantiert Weihnachtsprojekte geben. Definitiv. Allerdings, in welchem Format würdet ihr das denn gerne sehen? Muff, ganz kurz nochmal erklärt, Muff, ich liebe Abkürzungen, daher Muff-Monatsumfrage, dafür steht das Muff. Und hier oben findet ihr eine Infokarte, dort könnt ihr draufklicken, also gleich, und euch euren Favoriten aussuchen, den ihr gerne im Dezember von mir sehen wollt. Ich habe mir überlegt, drei Kategorien, die ich euch zur Wahl stelle. Einmal Verpackungen rund um Weihnachten, in der Regel Geschenkverpackungen natürlich. Kleine Goodie-Verpackungen oder kleine Verpackungen, wo man sonst irgendetwas reinstecken kann. Das wäre die erste Wahl. Die zweite Wahl wären schöne Kartenformate. Gerade zu Weihnachten verschenkt man viele Karten und wenn man da etwas Besonderes verschenken möchte, bietet sich das natürlich an. Oder, und das ist mein absoluter Favorit, Simple Stamping Karten. Das heißt, ganz einfache, schlichte Karten. Ich habe ein Beispiel für euch. Das war ein Swap, den ich erhalten habe, nur um euch einmal kurz zu erklären, was Simple Stamping bedeutet. Also simple Stempeln, einfache Stempeln. Diese Karte hier habe ich als Swap bekommen. Wo habe ich den Zettel hängen gelassen? Auf jeden Fall von einer englischen Demonstratorin. Und das hier ist Simple Stamping. Das heißt, ein Stempelabdruck, ein Spruch. In diesem Fall ist noch ein kleines bisschen koloriert worden, aber wirklich ein kleines bisschen. Und das heißt Simple Stamping. Da würde ich euch gerne einige Sachen vorstellen und euch zeigen, auch mit umfangreichen Stempelsets und nur den Stempelsets, was kann ich denn da alles mitmachen, wenn ich noch nicht so viel andere Sachen habe, wenn ich eher Anfänger bin und erstmal stempeln möchte oder in diesem Fall auch zusätzlich ein klein wenig kolorieren. Das ist Simple Stamping und das wäre die dritte Auswahlmöglichkeit. Also, erstens Verpackungen rund um Weihnachten, zweitens Funfold Cards, also Kartenformate rund um Weihnachten und drittens mein absoluter Favorit, weil das habe ich noch nie gemacht und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da genauso großes Interesse hättet, das Simple Stamping, die Simple Stamping Produkte. Nicht Produkte, Projekte, Entschuldigung. Jetzt könnt ihr auf die Infokarte gehen, da macht sich ein Fenster auf und da sind diese drei Kategorien drin. Wählt eins davon aus, was ihr gerne im Dezember von mir sehen wollt und das stelle ich euch dann im Dezember vor. Da ich am 6. Dezember erst vom Seminar wiederkomme, wird das erste Muff-Projekt und auch die Auswertung erst an dem Wochenende stattfinden. Von meinem Seminarort aus kann ich keine, also könnte ich rein theoretisch wohl ein Video machen, aber dann muss ich mit dem Auto fahren, weil dann müsste ich das ganze Equipment mitnehmen. Und nein, das möchte ich nicht. Okay, meine Lieben, ich freue mich sehr darauf, dass wieder zahlreich viele Bastler mitmachen und mitentscheiden, damit wir eine schöne, breite Entscheidung haben. Und ja, dann freue ich mich darauf, was ihr mir sagt, was ich denn tun soll im Dezember. Alles klar, bis dahin, ciao, ciao!